Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Pforzheim-Blogs, heute möchte ich Ihnen das Thema Stadttore ein bisschen nahe bringen. Seit einigen Jahren gibt es hier unten in der Unterführung, der östlichen Bahnhofsunterführung, diese großformatigen, recht aktuellen Fotos. Und ich finde das gut. Vielleicht müsste man sie seitlich noch ein bisschen mehr schützen durch Metallumrahmungen, dass man nicht in Versuchung kommt, sie abzureißen. Das machen halt manche. Ich zeige es Ihnen mal kurz hier vorne. Vandalismus gibt es immer, aber man könnte es Ihnen ein bisschen schwerer machen, einfach durch so eine Art kleiner Metallrahmen, die da drum sind. Ja, hier haben wir eine Luftaufnahme vom aktuellen Pforzheim, und das, was Sie jetzt hier in der Mitte und rechts sehen, das ist im Prinzip die mittelalterliche Stadt. Unten das Stadttheater von 1990, die Stadthalle, ich kann mich immer noch nicht richtig dran gewöhnen, obwohl schon so viele Jahre ist, das CCP. Ich denke immer an Russland dabei. Und das Parkhotel und der kleine Saal, die Stadtbibliothek und der Marktplatz. Und die mittelalterliche Stadt, die ging bis zum Leopoldplatz links, und dann war die Leopoldvorstadt, die noch fast bis zur Museumstraße vorging. Und das war eine der Vorstädte. Die andere Vorstadt war die Vorstadt zwischen den Wassern, die sich ungefähr auf dem Bereich des heutigen Waisenhausplatzes bis zur Roschbrücke befand und wo ein großes Frauenkloster, das Dominikanerinnenkloster, gewesen ist. Wo etwa dort, wo heute die Stadttheater steht. Und dort, wo die Stadthalle ist, der kleine Saal, da war das Pforzheimer Spital von dem badischen Markgrafen gegründet. Überall gab es Stadttore, eine Stadtmauer drumherum, und der zentrale, wirklich in der Mitte gelegene Marktplatz, diese Gründungsstadt aus dem 12. Jahrhundert mit dem Marktbrunnen ganz im Zentrum. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist nicht der Leitgastturm, der hier hinten noch überlebt hat, als letzter authentischer Turm der mittelalterlichen Stadtmauer. Das ist mein eigenes Thema. Und das ist auch nicht die eigentliche Stadtmauer dort hinten, an der ich Ihnen nur kurz jetzt gleich beim Rausgehen zeige, sondern es ist ein letztes Relikt der alten Stadtmauer, das umgesetzt wurde, schon sozusagen aus historischen Gründen, in den 1910er Jahren geborgen, in den 20er Jahren dann bei der Schlosskirche platziert, und ein Kunstwerk, das an die alten Schlosstore erinnert. So. Das war also jetzt die Aufnahme. Wir haben Sonntagvormittag, es ist gerade mal 8:30 Uhr, und ich hoffe, wir begegnen jetzt nicht allzu vielen Leuten. Das war mir auch wichtig. Es ist auch eine andere Stimmung, wenn es etwas ruhiger ist. Und ja, hier, das ist die alte Zwingermauer der Stadtmauer, die noch erhalten ist. Und da sehen Sie das Jahr der Durchführung dieser Unterführung, 1968. Da war ich 3. Und im Hintergrund hören Sie das Glockenspiel des neuen Rathauses aus den. Das Rathaus ist hier 73 eröffnet worden, und das Glockenspiel kam etwas später dazu, auch durch Spenden aus Pforzheimer Bürgerschaft. Verschiedene Kunstobjekte hier in diesem Bereich, und hier das ehemalige Hotel Ruf dort, und etwas weiter tiefer, da lag dann auch ein Teil der mittelalterlichen Burg, des Schlosses, die Steuereinnehmerei war dann hier auf dieser Seite, ein Gebäude, das vor kurzem wieder aufgebaut wurde. Das heißt, vor kurzem ist es auch schon wieder, glaube ich, 20 Jahre her. Und hier vor uns die Luthereiche aus dem Jahr 1883. Also gepflanzt zur Erinnerung an den 400. Geburtstag für Dr. Martin Luther, der ja tatsächlich auch mit Pforzheim, mit einem Pforzheim, in Pforzheim geschulten Menschen, eng in Verbindung, in Freundschaft stand, und zwar mit Philipp Melanchthon. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Ja, und dann sind wir hier am Chor der Schlosskirche, am Stiftschor aus den 1460er, 70er Jahren von Hans Spries von Zaberfeld, ein monumentaler Chor. Und dann hier dieser Bereich hinter dem Archivbau aus dem 16. Jahrhundert, der das letzte authentische Stück, wirklich Gebäude, trotz der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, ist des Schlosses, des markgräflich-badischen Schlosses, was nicht immer markgräflich-badisch war, sondern auch schon mal pfälzisch davor. Ja, und dann haben wir hier das Brunnenbüble, das eigentlich, ganz eigentlich, und wir können es ja auch nicht sehen durch diese Schürze, ein Brunnenmädle ist. Das wurde also vor
20 Jahren, als da ein Buch entstand und ich da auch ein bisschen im Hintergrund helfen konnte über Stadtschmuck von der Frau Heilig, wurde das mit entdeckt. Leider, Sie sehen es auch hier, wieder eine mutwillige Zerstörung um diesen schönen Brunnen, der so ein typisches Gesicht hat, wie das der Künstler gerne gemacht hat. Diese, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, ich habe das jetzt spontan gemacht und nicht nachgeguckt, ich glaube, es ist Emil Salm, aber schauen Sie da nochmal nach. Ja, der Überbau der Gruft, die Nordkapelle, die man hier sehen kann. Und jetzt geht es endlich zu dem Thema, naja, ich sollte ein bisschen mehr höher gehen, dann ist es anständiger. Das Brunnenbüble, Klammer auf Mädle, guckt hier zu einem alten, kleinen Nebenstadttor. Und natürlich sind die Stadttore verschlossen und entsprechend gekennzeichnet, nämlich mit einem Corona-Hinweis, dass hier des Lehners einfach nicht aufhaben kann. Behördliche Anordnung, Schließung und so weiter. Vielen Dank und passt bitte euch auf euch auf, euer Team von Lehners. So, und tatsächlich schauen wir uns jetzt aber mal an, was hier seitlich noch steht. Da steht das Brunnenmende. Ach, da haben wir es doch. Ja, interessant, aber da wird nicht, also Salm stimmt da, 30er Jahre stimmt auch, 33, wiederhergestellt 1971 von Oskar Loos, in Kunststein gegossen und dann von der Frau Dr. Käthe Lang, das war eine Ärztin, wenn ich mich richtig erinnere, auch Lokalpolitikerin, gestiftet und dann neu gegossen und patiniert. Aber das ist eigentlich nicht das, was hier auch stehen sollte, nämlich hier sollte eigentlich auch was über das Schleiftürle stehen. Jetzt gucke ich mal. Nö. Vielleicht ist es auch innen. Es kann sein, dass es innen ist, in der Innenseite. Also das Schleiftürle. Das ist wirklich ein letztes Stück Stadtmauerdurchgang. Es gab viele so kleine Durchgänge, die zum Fluss zum Beispiel führten, die speziell natürlich nicht mit so offenen Gittern, sondern mit geschlossenen Holztüren verriegelt waren. Und das Schleiftürle stand noch im frühen 20. Jahrhundert, als dann das Emma Jägerbad, das Stadtbad, gebaut wurde, wurde das Schleiftürle abgebrochen. Aber es gab damals schon den Alfons Kern in der Stadt, der sich um die städtische Sammlung bemühte. Und der war wohl derjenige, der dann maßgeblich gesagt hat, war ja auch Stadtbaumeister gewesen, wir heben die Relikte auf, genauso wie die Relikte vom Schelmenturm, der auch 1908/09 abgebrochen wurde von der Unteren Au. Naja, und der dann ein eigenes Schicksal hatte, das erzähle ich Ihnen anders mal. Und also das ist tatsächlich ein Türchen, das vermutlich aus dem 15. Jahrhundert stammt und vielleicht auch noch aus dem frühen 16. Jahrhundert und eben in der Ummauerung im Gerberviertel eingefügt war. Und dann sind hier noch letzte Reste noch eingearbeitet, die in diese Mauer, und zwar kann man das innen von Lehners aus sehen. Ja, und jetzt laufe ich mal hier vor und gehe dann jetzt hier runter. Da unten ist auch das Museum Johannes Reuchlin. Eine wirkliche Bereicherung der Museumslandschaft unserer Stadt. Darüber vielleicht mal ein anderer Film. Und jetzt gehe ich hier noch vor zu dem Stadttor als Kunstobjekt, das so um 1990 hierher kam. Und allerdings, also wir laufen jetzt hier über den alten Kirchhof um die Schlosskirche herum. Und da oben gibt es auch noch mal eine Geschichte zu diesen Wasserspeiern und der kleinen Figur. Aber das kann ein anderes Thema sein. Eine Sache möchte ich Ihnen doch noch zeigen, und zwar hat sich hier am Archivbau ein Teil der Schildmauer der inneren Burg erhalten, aus der Zeit um 1200, die auch einen Wehrgang hatte. Und das kleine Fenster oben links mit diesen komischen Wülsten drumherum, das gehört zum Wehrgang. Und der Wehrgang ist heute dort oben noch sichtbar und auch im Prinzip erhalten, weil die Stube, die Landschaftsstube, beginnt also einen Meter hinversetzt nochmal mit einer Mauer. Und wie dick diese Mauer aus dem 12. Jahrhundert ist, das sieht man hier an dieser Stelle recht gut. Ich gehe jetzt hier mal auf die Hundekackwiese und ein kleines, da sieht man es ganz gut. Also das sind so 1,50 Meter
Auf jeden Fall. Und links also hier im Zentrum, das da, das ist die mittelalterliche Mauer aus der Zeit 1150, 1200, 1220 maximal. Und das da ist das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Schön dornröschenmäßig zugewachsen. So, aber jetzt, es ist immer so, wenn man mit mir unterwegs ist, mir fällt ständig irgendwas auf und ich könnte überall weitermachen. Aber das wollen wir jetzt nicht, sondern jetzt gehen wir tatsächlich noch zu diesem letzten Rest, das an die Stadtmauer erinnert. Und zwar an die Stadtmauer, die ja auch den Schlossbezirk extra umgeben hat. Hier ist mein alter Ego, in gewisser Weise, verzeih mir Reuchlin, Johannes Reuchlin, mit dem ich ja auch so Führungen dunkles Mittelalter mache. Hier ist der Bezirksamtsturm aus dem Jahr 1902, der an der Stelle eines alten Turmes der Wehranlage steht. Und jetzt gehe ich hier ganz unvorschriftsmäßig, aber es ist kein Verkehr, über den Schlossberg, der ja in den 1960er Jahren dann als so eine riesige Durchfahrt gemacht wurde, anstelle von alten Gassen, die es hier gab, und eben als eine auch Umgehung der Innenstadt in gewisser Weise. Und der, und jetzt halten Sie sich fest, schon in den 30er Jahren vom Bürgerverein Innenstadt angedacht war, nur sollte es dann hinter der Schlosskirche, da in die Gehen des Leitgastturmes, heruntergehen und nicht in diesen großen Bogen, den man gut schlagen konnte nach den ja so tragischen und starken Zerstörungen 1945. Also zwei Torbögen sind hier in Sandstein, jeweils mit drei einzelnen Elementen angedacht, ein kleines Tor und ein großes Tor. Und genauso war es auch. Das kleine Tor war für die Menschen, das große Tor für die Kutschen, für die Waren, die in dem Fall ins Schloss kamen. Das war hier kein Hauptweg, keine Hauptstrecke, sondern die Hauptstrecke, die ging sozusagen von Walderstadt, Tiefenbronn, wo heute das Seehaus ist, hinunter in die Stadt, in die Kreuzstraße, Auer Vorstadt, dann über die Auerbrücke hinweg, durch die alte Daimlingstraße, durch den Marktplatz und vom Marktplatz in die Brötzinger Gasse, also und dann in die Leopoldvorstadt und dann über die Durlacher Straße weiter Richtung Rheintal. Und hier erinnert diese Inschrift an das Kunstobjekt. Markgraf Hermann V., 1190 bis 1242, war Gründer der neuen Stadt Pforzheim oberhalb der Stadt. Diese beschützend lag die markgräfliche Burg, später Schloss, mit einem Bergfried von 34 Metern Höhe. Die Stadtmauer ging im Norden über die Ringmauer der Markgrafenburg. Also die Stadtmauer ging im Norden über in die Ringmauer der Markgrafenburg. Der Leitgastturm gibt noch heute eine Vorstellung von der wehrhaften Ummauerung. Zwischen Schloss und Stadt stand eine einfache Mauer, etwa an dieser Stelle von einem großen und einem kleinen Tor durchbrochen, das untere Schlosstor. Die Schlossmauer wurde im Jahr 1861 abgebrochen. Die Wappensteine der beiden Tore sind noch heute im Archivbau zu sehen. Um die Geschichte des Schlossbergs wachzuhalten, ließ die Sparkasse vom Bildhauer Gerhard Klass, Vancouver, die Skulptur Unteres Schlosstor am historischen Platz errichten. Und nur das Jahr, das haben sie vergessen. Aber sie denken halt da nicht historisch. Eine Sparkasse denkt immer in die Gegenwart und Zukunft. Ja, aber es ist wirklich ein sehr schönes Objekt, das hier sozusagen an die Geschichte erinnert. Hier auch nochmal der Blick hinunter ins Tal, auch zur Stadtkirche. Und ich laufe jetzt ganz vorsichtig und schnell die Treppe runter und schaue lieber auf die Stufen als auf was anderes, denn ich bin ja schon mal gestürzt bei so einem Film. Und ja, hier über den Blumenhof und die Barfüßerkirche, das alte Landratsamt, schaue ich nochmal zurück auf das Tor und sage Ihnen für heute alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Schulze.